Hallo Afobs, willkommen im Nordbestandstudio. Ich bin der Micha. Und ich bin der Marco. Hallo. Marco, du hast mal wieder was Neues von Wangi zusammengeschustert und mitgebracht. Zusammengebaut und mitgebracht. Die Freiheitsstatue, die auf Liberty Island im Hafen von New York steht. Nicht weit weg von Lower Manhattan. Das bald wieder bei uns eintreffen soll. So, eine Freiheitsstatue. Knapp, na gut, 1500 Teile. Jede Menge Tan und jede Menge Sand Green natürlich. Innen drin ist auch ein bisschen schwarz. Hier ist eigentlich wieder dieses typische Gebamsel drumherum, ne? diese Ketten hier. Wo ist es? Die sind hier bei den Teilen, die ich nicht verbaut habe. Ich hatte, da ich, je, da ich sowieso jedes Mal sage, die Ketten gefallen mir persönlich nicht, habe ich sie diesmal halt gleich weggelassen. Aber die Teile sind da, man kann sich gerne solche Ketten bauen. Man kann auch gerne hier unten so eine Kette hinlegen, denn ich habe gelesen, ich habe mich informiert. Zu dieser Statue gehört eigentlich auch, das muss irgendwie bei dem Original auch zu sehen sein, zu Füßen der Statue liegen zerbrochene Ketten. Das ist nämlich eine Statue der Göttin Libertas, die für Freiheit steht. Und hier sollen irgendwie auch zerbrochene Ketten sein. Die sieht man jetzt hier an dem Modell nicht. Aber ich meine, das mal gesehen zu haben. Hast du da keine Originalbilder in der Wangenbeschreibung? Schauen wir mal, wir haben wieder eine schöne Anleitung. Sag ich es eigentlich, heißt das eigentlich Wange, Wangi? Ich sag Wangi, ich weiß nicht, wie es richtig heißt. Ich sag Wangi. Gut. Wieder das übliche Teileliste. Stimmt, oder? Nee? Es gibt hier Bilder, wahrscheinlich, hier sieht man nochmal dieses Liberty Island. Die Statue steht, also was man hier dargestellt hat, ist quasi bis dahin. Und hier mit diesen ganzen runden Teilen und so, das kommt auch sehr genau hin. Diese unteren beiden breiteren Sockel hier, die sieht man jetzt bei der Statue nicht. Das ist quasi, wäre so hier dann noch weiter. Und das hier ist war mal ein Fort, also wo Kanonen drauf standen, die den Hafen bewacht haben. Das ist ein insgesamt 11-strahliger Stern. Wenn man sich das von oben anschaut, das sind 11 solche Zacken nach außen, die also hier so quasi diese unterste Stufe bilden. Das war halt so gemacht, dass Kanonenkugeln, wenn man drauf schießt, quasi immer schräg auf die Mauern eintreffen, weil das so sternförmig ist und keinen Schaden anrichten. Oben auf den Sternen standen dann die Geschütze. Damit es also von dem einen Sternenzweig abprallt auf den anderen? Ja, so ungefähr. Okay. Und wenn du jetzt einen runden Turm hast, egal von wo aus du drauf schießt, du triffst immer senkrecht auf den Turm und richtest maximalen Schaden an der Bausubstanz an. Deswegen wurden bei mittelalterlichen Burgen, als dann die Kanonen aufkamen, teilweise solche Türme mit so einer Spitze verkleidet. Wieder was gelernt. Kläffer, gell? Winkt die eigentlich nach Europa? Die schaut in Richtung Südosten, sodass sie den Leuten entgegenwinkt, die aus Richtung Europa ins Land der Freiheit in den Hafen von New York einfahren. Das ist nett. Wo sie dann auf Ellis Island, Nachbarinsel, als Immigranten registriert, gewogen, befragt wurden. Und es wurde festgestellt, ob man die denn als neue Bürger haben möchte oder auch nicht. Also das war diese große Immigrationswelle. Und diese Statue ist errichtet worden 1886. Ich erinnere mich. Du erinnerst dich. Ich erinnere mich auch. Ich habe das nämlich als Kind gesehen im Fernsehen, im Film, im wunderschönen Zeichentrickfilm Feivel, der Mauswanderer, ist Feivel unter anderem auch auf der noch im Bau befindlichen Freiheitsstatue und unterhält sich mit einer Taube, Möwe oder so. Das ist irgendwie der Baumeister. Also total süß. Es gibt schon abgefahrene Dinge. Ich habe es das letzte Mal gesehen im letzten Lucky Luke-Heft, im aktuellsten. Da ist er auch drin. Da muss auch irgendeiner ist unterwegs und baut das Ding. Ja. Also ist schon wahr. War ein Franzose, war ein Geschenk des französischen Staates an die Amerikaner. Der Franzose hieß Frédéric Auguste Bartholdi. Genau, und der ist da unterwegs. Der ist da unterwegs, ja, ganz hervorragend. Es ist eine schöne Statue. Das hier unten, auch diese Bereiche hier sehen, wenn ich mir die Fotos anschaue, wirklich so aus wie im Original. Es gibt hier diese Säulen, es gibt hier diese runden Dinge. Im Original sind es irgendwie 10, aber das hätte man jetzt in dem Maßstab nicht richtig darstellen können, oder 12. Hier, es gibt hier diese Tore, es gibt hier oben so eine Art Balkon, wo man auch raus kann. Kommt alles dem Original. Ist das massiv innen drin oder hast du da, ist das ein Gestell? Das ist, massiv ist es nicht, weil ich kann es dir zeigen. Es wird hier so Schicht für Schicht gebaut. Du hast nichts gemacht.
Schicht für Schicht gebaut. Innen ist es hohl und es verjüngt sich immer wieder so ein wenig. Okay. Und es verjüngt sich auch immer wieder mal um so eine halbe Noppe. Du hast immer wieder so 2x2 Jumper Plates mit einer Noppe in der Mitte, damit so eine halbe Noppe nach innen gehen kann. Dadurch hast du hier schön diese Absätze, diese kleinen, sieht prima aus. Schön. Ich sag ja immer, dass das Tan von Wangi nicht ganz dem Tan, wie wir es bei anderen Marken haben, entspricht. Jetzt schaue ich gerade nochmal, ob ich hier... Na gut, ich könnte theoretisch hier mal kurz eure... Ich ja, hol doch mal. Ich mache jetzt gerade hier das Bluebricks... Nein, Xingbao, was ist es? Xingbao... Kingdom Come. Kingdom. So, wenn ich das jetzt hier hinstelle, ist das gar nicht mehr so viel, ne? Nee, das kommt eigentlich ziemlich genau hin. Prima, also haben wir hier einen Tan-Farbton, der ziemlich gut passt. Gell? Genau, jawohl. Okay, jede Menge Sand Green oben natürlich. Ist auch eine interessante Bauweise. Ich meine, ich kann mal die Figur hier abnehmen. Man sieht es von hier aus ganz gut. Man hat quasi innen Bricks und Brackets, also mit Noppen nach außen. Und baut dann hier außen großformatige Plates ran, so 4x12 teilweise. Und auf die Plates wird dann halt das andere draufgebaut. Okay, das ist ja praktisch modular. Das ist... Sieht fast so aus, gell? Ja. Ich habe es, als ich es hergebracht habe, tatsächlich ein bisschen demontiert, damit während der nicht Fahrt nicht... Nicht auf hier, Ruderblage gestellt, kann hin rauswinken. Nee, das habe ich. Das habe ich tatsächlich nicht mehr. Es bleiben ein paar Teile übrig, unter anderem halt auch die Teile, die man braucht, um hier unten noch das Gebamse zu bauen. Ne? Ja, das ist ein Teil wieder schon bedruckt, gell? Ja, das war schon bedruckt. Aber dieses Mal ist es tatsächlich ein Teil. Gell? Stimmt, sonst sind es immer drei. Sonst sind es immer drei 2x4 Fliesen und diesmal ist es eine. Früher waren es immer drei 2x4 Fliesen, die auf dem Ding drauf waren, damit sie gemeinsam bedruckt werden können. Jetzt ist es ein einziges Teil. Finde ich cool. Ist auch die erste 4x6 Fliese, die ich in die Finger bekomme, glaube ich. Es kann sein, dass es die von Kobi auch gibt. Ich möchte sie auch mal die Finger bekommen. Na klar, es kann sein, dass es sowas von Kobi auch gibt, dann aber Kobi typisch ohne diesen Rand. Die größeren Fliesen von Kobi gehen dann ja immer senkrecht. Ich habe aber, glaube ich, auch noch keine von Kobi in der Hand gehabt. Mag es vielleicht geben, aber... Es gibt 6x6 und noch größere, ich glaube auch 4x8 habe ich von Kobi schon gehabt, aber 4x6. Gut. Auch interessant sind die Mauersteine, ne? Halt, das ist das Typische. Ja, und die andere Seite ist mit diesem... Hat man jetzt hier nicht, diese spezielle Seite geht nach innen. Und ich soll ja, Klaus sagt ja immer, Mensch, ich soll nicht über Sets als Teilespender reden. Sets sind so schön, wie sie sind. Mhm. Stimmt. Ist trotzdem auch ein guter Teilespender. Hier sind natürlich noch die Ketten drin, hier sind ein paar Teile übrig. Und das Set hat mich, das Wichtigste habe ich ja noch gar nicht erzählt. Das Set hat mich völlig geflasht. Ich habe zu Hause bei mir angefangen, die Tüten aufzumachen. Hab vorher sicherheitshalber noch mal geguckt. Nicht, dass hier plötzlich steht, Bauabschnitt 1 oder so. Aber nein, es geht einfach los. Hab angefangen, die Tüten aufzureißen, wollte alles ausbreiten und wollte dann für Instagram so eine kurze Story. Schaut mal hier sind die Teile. Man muss ja alles ausbreiten, ist ja Wangi. Ich habe so ungefähr die Hälfte der Tüten auf. Da fällt mir auf, Mensch, jetzt habe ich hier wieder eine Tüte, wo Teile drin sind, die in der anderen Tüte auch schon waren. Das ist doch komisch, das gibt's eigentlich nicht. Und dann gucke ich mir die Tüten mal genauer an. Und ich habe mal eine Tüte mitgebracht. Da steht so eine 9. Das ist neu. Wangi hat nummerierte Bauschritte. Wangi hat Tüten mit Zahlen drauf. Und ich hatte schon die Hälfte der Tüten offen. Das war natürlich nicht ganz so schlau. Sind die Tüten jetzt alle einfach nur nummeriert? Oder meinst du, du hättest auch mit Tüte 1 schon anfangen können zu bauen? Mit Tüte 1 fängt man an zu bauen. Das verrät einem die Bauanleitung nicht. Die Bauanleitung sagt einfach, Teile losbauen. Ja. Aber mit den Teilen aus Tüte 1 kann ich bauen. Bis zu einem gewissen Punkt, sagen wir mal, was weiß ich, bis, keine Ahnung, blödes Beispiel, bis genau hier. Ja. Und hier unten braucht man dann Teile, die man nicht mehr hat. Daran und auch nur daran merkt man, jetzt kommt wohl Tüte 2. Mhm. Denn es hier steht nirgendwo jetzt Tüte 2. Okay. So weit sind sie noch nicht. In der Bauanleitung steht noch nichts step davon. Step by step. Sie haben jetzt Bauschritte, sie verraten es einem einfach nur in der Bauanleitung noch nicht. Hier sagen sie nämlich noch, quasi Piktogramm, such die Teile raus, sortiere sie nach Farben und bau los. Das passt natürlich nicht dazu, dass du eigentlich nur die Tüten mit der Nummer 1 aufmachen musst. Ja, das ist also die Bauanleitung ist noch pränummerierte Tüten.
Aber die nummerierten Tüten haben wir schon. Also wenn ihr jetzt Wangi-Sets kauft, guckt euch die Tüten, bevor ihr sie alle aufreißt, mal an. Es könnte sein, dass ihr schon so tolle Nummern Wobei habt. Wobei es wahrscheinlich erstmal nur die Madame hier ist, weil die ist ja das Neueste. Du hast da noch was sehr Neues stehen, glaube ich. Ja, ich noch was. Kommen wir noch dazu. Aber Finger weg, Micha. Ja. Ist ein schönes Set, ist auch eine tolle Statue, die besteht aus 200 Tonnen Kupfer. Und weißt du, als die errichtet wurde, war die noch nicht grün. Der Grün ist ja der Grünspan, den das Kupfer mit der Zeit bekommt. Am Anfang war die Kupferfarben. Und so um 1900 rum fingen die an, sich immer größerflächig grün zu verfärben. Und dann wurde erst überlegt, oh, müssen wir die jetzt streichen oder so. Aber dann wurde halt untersucht und festgestellt, nee, dieser Grünspan schützt eigentlich die Statue mehr, als dass er ihr schadet. Und grün sieht ja auch schön aus. Und dann relativ kurzer Zeit war die Statue komplett grün. Mit Grünspan überzogen. 200 Tonnen Kupfer auf einem Stahlgerüst. Innen ist Stahl, außen ist Kupfer. Und diese Kupferhülle ist ganze 2,4 mm dick. Das wäre ja zu viel, da müsst ihr überlegt, ne? Ich habe wieder recherchiert und ich hau einen raus. Es gibt's überhaupt nicht, du. Genau. Ich finde es toll, dass du dann, ich lerne bei dir immer wieder Neues. Ja. Was ich in Geschichte früher nicht aufgepasst habe, bei dir kriege ich es. Und wenn es dir geht wie mir, hast du es dann zwei Wochen später auch wieder vergessen, weil ich habe mir das jetzt in meinem Kurzzeitgedächtnis und ich habe es auf meinem Spickzettel und... Nee, aber trotzdem gut, es ist fein. Ich mag das, wenn du mir da so ein bisschen was erzählen kannst. Okay, also die Freiheitsstatue. Coole Bautechniken hier oben. Es ist nicht so mega, nicht so mega stabil. Du kannst hier, falls die Sonne ins Gesicht, kannst du ein bisschen nach vorne. Ja, genau. Und wir haben hier dieses Buch, auf dem steht übrigens das Datum der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung hier. 1776 und es hält, es ist aber auch nur ein Displaymodell. Es ist natürlich kein Spielzeug. Logisch. Naja, wenn man ein bisschen was drauf hat, kann man vielleicht da draußen eine Winkelkatze machen. Ja, kann man vielleicht machen. Ich fasse mal das Set zusammen, bevor du noch auf mehr Ideen kommst. Die Freiheitsstatue von Wangi hat die Setnummer 5227. 1577 Teile, kostet bei uns 44,95. 17,5 cm ist es breit, 18 cm ist es tief, weil dieses Schild ein bisschen übersteht, und 46 cm ist es hoch. 46 cm ist das Modell hoch und 46 Meter ist die Originalstatue hoch, mit Sockel dann 99 Meter. Zufall? Beabsichtigt? Zufall. Also bis 1959 war das die höchste Statue der Welt. Mittlerweile gibt es... Alter, schrumpft die. Genau. Noch eine blöde Frage. Ich mache halt nur blöde Fragen, fällt mir gerade wieder auf. Dieser QR-Code hier, ist das nur, weil das auf dem Schiff das Schild gehört, oder meinst du, der hat auch... Der QR-Code kann bestimmt was. Ich weiß nicht, was er macht. Wahrscheinlich landet man auf irgendeiner chinesischen Seite. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also Informationen, jede Menge Informationen stehen auch hier. Also Wikipedia quasi artig. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal... Der Inhalt dieses Kapitels bezieht sich auf die Wikipedia-Webseite. Also Sie sagen selbst, Sie haben Ihre Infos von Wikipedia. Oder von Marco. Ich hab's sie auch von Wikipedia. Also es ist ein schönes, ein großes Set und es sind auch jede Menge Teile für Du bist ja so ein Architecture-Sehenswürdigkeiten-Fan, oder? Find ein bisschen, oder? Ich toll. Ja. Jawohl. Sieht bestimmt lustig aus bei dir. Genau. Und wir haben hier noch ein bisschen mehr Architektur. Nicht mal das zum Schluss, bitte. Okay. Das hier haben wir schon lange. Das wollte ich einfach mal zeigen. Was ist das Diese Merlion-Statue. Das ist halt einfach eine, Singapur, eine... Da Möwen. Hätte uns der Klaus bestimmt was zu sagen können. Ja, das hätte er bestimmt sagen können. Vielleicht baut das irgendwann mal. So, hier haben wir erst das Taj Mahal. Ein Taj Mahal. Taj Mahal gibt's ja in Diamond Blocks und den Standardsteinen in allen möglichen Größen, auch bis hin zu 5000 irgendwas Teile aus Dänemark. Das sind jetzt gerade mal 1500 Teile, aber das man kriegt jetzt, das auch schön hin. Das könnte ich mir auch noch vorstellen zu bauen. Das Riesending würde ich nicht bauen wollen, weil es halt sau viele Teile sind und viermal das Gleiche. Da werde ich wahnsinnig dabei. Also machst du so viel Geld nicht. Wenn du das Geld haben sollst, dann muss ich mit dem Klaus reden. Das geht so nicht. Ja, und das letzte Set, davon haben wir leider momentan nicht allzu viele da, sonst hätte ich es ja auch schon aufgebaut. Die Basilius-Kathedrale in Moskau, da haben wir hier die Version von Segao stehen. Kannst du ja gerade noch mal vorsichtig holen. Kriege ich das hin? Wenn es jetzt Batsch macht, hat er es nicht hinbekommen.
Segao hat eine schöne Version, Wangi aber auch. Diese Türme sehen hier toll aus. Ich glaube auch, die sind bedruckt. Ich habe von Wangi ja noch keine Sticker gesehen. Man kann eine solche runde Fläche auch nicht mit Stickern bekleben. Das hält ja nicht. Also bedruckte Teile. Und was mir an dem Set gefällt, man sieht es auf der Rückseite auch ganz gut, die St. Basilius-Kathedrale ist von oben ja ein zentraler Turm, dann vier Türme außen und nochmal vier Türme dazwischen. Das ist also quasi so eine Art Stern. Und hier scheinen alle Türme vorhanden zu sein, während das Segao-Set, damit es gut in ein Regal passt, die hinteren drei Türme, also hier zwei und dann noch eine, nicht dabei hat. Und hier sind sogar die Anbau, also die Seitengebäude, die Basilius-Kapelle beispielsweise, die dem heiligen Basilius gewidmet ist, ist hier mit dabei. Ein sehr schönes Set. Ich habe es noch nicht gebaut, aber ich kann es sehr empfehlen. Vielleicht, wenn wir das irgendwann ist, mal... Du, das ist mit 3200 Teile, aber auch ein sehr großes Wangi-Set, oder? Das ist auch ein sehr, sehr großes Wangi-Set, definitiv. Mal schauen, vielleicht kriegen wir das nochmal. Vielleicht ist das größte Wangi-Set. Vielleicht, ja. Oder meinst du dein Garten-Coffee-Ding? Das hatte 2600. Okay. Also das ist auch ein neues Set, ich weiß es jetzt nicht, aber es könnte sein, dass da auch nummerierte Bauschritte drin sind. Nicht drauf festnageln, ich habe nicht reingeschaut, aber es müsste... Es kam mit der Lieferung hier zusammen an. Gut. Ja. Fein. Für heute war es das damit von Liberty Island und aus dem Noppenstein-Studio. Wir drei verabschieden uns. Genau. Ich habe übrigens gelesen, der Eintritt hier ist kostenlos. Du musst nur das Fährticket bezahlen, weil du da mit dem privaten Schiff nicht anlegen darfst und die Fähren kosten Geld. Nicht schlecht, oder? Ja, clever. Wir sind ja clever da drüben. Schon clever. Ja. Ihr wisst, man kann nie genug Noppenstein haben und beim nächsten Mal gibt es mehr. Wir wünschen viel Spaß beim Bauen. Tschüss, macht's gut. Und du musst auch Spaß dran haben, Ellis Island zu besichtigen, denn da hält die Fähre auch. Und das kostenlose Ticket für Ellis Island musst du auch lösen, weil du sonst... Das ist so eine Tour, weißt du? Also ich muss da auch hin. Du musst da, die Fähren fahren irgendwie erst dahin und dann dahin. Das ist so ein nebeneinander. Mhm.